Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei unseren Gaianern, zurück bei Alpha Centauri. Wie gewohnt starten wir die Staffel mit der Auswertung der Abstimmung. Die fünfte Vertreterversammlung hat stattgefunden und ihr habt so abgestimmt. Folgendermaßen: Bündnis mit den Pazifisten. Eine deutliche Mehrheit war dafür. Eine spannende Entscheidung, die ich in der Eindeutigkeit gar nicht erwartet habe, weil das hat ein paar knifflige Implikationen. Dazu kommen wir dann noch. Soll das Bündnis mit der Universität aufgekündigt werden? Ihr habt gesagt in der Mehrheit nein, eindeutige Mehrheit. Aggressive Siedlungspolitik südlich von Gaia 15 und 17, ziemliche Mehrheit von 61% ja, sollen wir machen. Bekennen wir uns zu UN-Charta, auch sehr eindeutig, 91% ja. Welche Defensivstrategie soll bevorzugt werden? Hier wart ihr für eine kombinierte See- und Luftabwehr, das heißt keine reine Kontinentalsperre, sondern auch für einen Aufbau einer Luftflotte. Damit werden wir dann beginnen. Wollen wir unsere Wirtschaftspolitik von Grün auf Planwirtschaft umstellen? Nein, 72%. Und die Umstellung von Demokratie auf Polizeistaat, um einem Frieden mit dem Kollektiv näher zu kommen, deutliches Nein von 92%. Dann gab es eine deutliche Mehrheit für die Einführung eines allgemeinen Umweltschutzgesetzes. Und zwar in der konkreten Ausführung, dass ein Grenzwert von 1 erlaubt sein soll. Und sogar der Grenzwert 2 hat mehr Stimmen bekommen als der Grenzwert 0. Das ist interessant. Das heißt, ich würde mal sagen, die Realos dominieren hier über die Fundis bei uns. Dann gab es die Frage, ob es eine Ausnahme für Thermalbohrlöcher geben soll. Und das ist super knapp ausgegangen. Hier muss ich allerdings zugeben, dass meine Fragestellung sehr unglücklich gewählt war, habe ich im Nachhinein gesehen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil nicht so ganz so richtig auf den grammatikalischen Aufbau hier geachtet hat. Denn es wurde gefragt, eine Ausnahme zum AOG lautet, dass grundsätzlich keine Thermalbohrlöcher gebaut werden dürfen. Das heißt, wenn man jetzt ja stimmt, dann ist man für die Ausnahme und gegen Thermalbohrlöcher. Wenn man nein stimmt, ist man gegen die Ausnahme und für Thermalbohrlöcher. Das ist sehr blöd von mir formuliert gewesen. Das werde ich, glaube ich, hier nicht, auch weil es so knapp war, nicht zur Anwendung bringen. Darüber müssen wir nochmal abstimmen. So, soll für jeden entfernten Fungus irgendwo anders ein Fungus gepflanzt werden? Knappe Mehrheit mit nein geantwortet hier. Dann soll ein Schiff zur vollständigen Umschiffung des Planeten beauftragt werden? Ja, fast 60%. Soll eine unserer Einheiten das Gebiet der Universität erkunden? Auch hier fast 60% ja. Und soll die Grenze mit Sensoren ausgestattet werden? Auch hier wurde gesagt zu 75% ja. Gutes Projekt wird gestartet. Wasserquellen war mal so eine Grundsatzentscheidung. 88% sagen ja, können wir machen, der Eingriff ist okay. Bei den Forschungsprioritäten sind wieder Forschen und Bauen vorne. Kämpfen hingegen ganz knapp hinter Bauen, keine Priorität. Und dann habt ihr euch für die Benennung Atlantis, Seerose, Tal der Winde und Kraterhain entschieden. Und die Bucht soll der Gaianische Golf heißen. Und damit sind wir auch im Spiel. Die Benennungen habe ich hier schon durchgeführt. Ihr seht es, das ist der Gaianische Golf. Ich habe diese Basis Atlantis genannt, obwohl der Antragsteller eigentlich diese Basis so nennen wollte, aber schien mir viel passender, hier Atlantis zu nennen. Das habe ich Seerose genannt, passt auch wegen der Bindung zum Land. Und das ist Kraterhain geworden und das hier unten ist das Tal der Winde. Jetzt möchte ich nochmal die Abstimmungspunkte durchgehen, die jetzt möglicherweise sofortige Relevanz haben. Als erstes Bündnis mit den Pazifisten. Hier sei nochmal eins hinzugefügt und ja, ich bereue es ein bisschen, dass ich hier das Pro und Contra vor der Abstimmung nicht ausdrücklich erwähnt habe. Es ist ja so, bei Alpha Centauri gibt es keine Gruppenbündnisse. Das heißt, es gibt nur bilaterale Bündnisse. Und das bedeutet, dass es die Situation des konkurrierenden Bündnisses geben kann. Das heißt, wir hatten ja schon mal einen Krieg der Universität gegen die Pazifisten und es ist durchaus möglich, dass das wieder passiert. Und dann stehen wir natürlich da. Nach der Logik und der Moral der Diplomatie bedeutet das, dass wir natürlich dem Angegriffenen normalerweise helfen in solcher Situation. Ja, und das würde bedeuten, dass wir unseren Bündnispartner hier verlieren und dann direkten Krieg hier an unserer Grenze hätten. Das ist so ein bisschen die heikle Implikation dieses Ganzen. Neuen Bündnisses. Auf der Pro-Seite kann man natürlich sagen, es kann sein, dass dadurch, dass wir hier ein Bündnis dass wir uns hier verbünden, mögliche Aggressoren gegenüber den Pazifisten zurückschrecken vor einem Angriff, weil sie wissen, dass sie mit uns dann auch im Krieg sind und wir sind ja durchaus keine so schwache Macht. Also, ja, da gibt es einiges an Pro und Contra. Ihr habt euch für Pro entschieden und dann werden wir mal
mit Lal jetzt auch Kontakt aufnehmen. Wir treffen uns also wieder, Lady Deirdre. Okay, er ist zurückhaltend. Informationen über die Technologie erweiterte militärische Algorithmen könnten sich für meine humanitären Initiativen als sehr nützlich erweisen. Ja, so klingt es auch. Ja, dadurch, dass wir jetzt ein Bündnis wollen, denke ich, ist klar, dass wir ihm das geben. Und, haha, schaut mal, er ist kooperativ geworden und ja, er schlägt uns selber schon den Brüderschaftspakt vor. Insofern hat das gut geklappt, muss man sagen. Mit Vergnügen. Dann grüße ich Sie, Bruder Lal von der Gruppierung Pazifisten. Schaut mal, hier ist der Satzbau falsch, hier müsste es heißen. Dann grüße ich, Bruder Lal von der Gruppierung der Pazifisten, Sie förmlich und so weiter. Zusammen werden wir sowohl das ursprüngliche Leben des Planeten bewahren, als auch die Prinzipien der UN-Charta verteidigen. Klingt gut, mal gucken, ob es auch so klappt. Ja, Paktschwester, ich lade gerade meine neuesten Weltkartenforschungsdaten auf Ihren Zentralcomputer. Vielen Dank. Wir gucken mal, ob er noch Forschungsdaten für uns hat. Nein, hat er nicht. Okay, gut, also das ist schon mal vollzogen worden. Die Versammlung hat beschlossen und die Regierung hat gehandelt. So soll es sein. Ja, gibt es hier neue Informationen aufgrund der Karten? Das ist eine Viererbasis. Ansonsten hat er relativ kleine und schwache Basen. Ja, ist halt der Schwächste der Verbleibenden. Nun gut, hoffen wir mal, dass allein das Bündnis ihn schützt. Das ist, glaube ich, die Absicht der Versammlung gewesen. So, dann geht es um die aggressive Siedlungspolitik. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden die nächste Siedlung hier machen. Dann nehmen wir die Nahrung mit. Ups, die Nahrung und dieses Monument. Und dann werden wir hier eine machen. Das ist noch ein guter Standort mit der Nahrung und den Mineralien. Und dann gucken wir mal vielleicht hier in dem unteren Bereich. Aber wenn wir das schon mal haben, dann sind wir sehr, ja, werden wir seine Grenze relativ weit zurückdrängen. Das will ich von Seeblick aus machen, weil diese Basis hat eine relativ gute Produktion und eine ganz gute Nahrungsversorgung. Da können, glaube ich, die Sachen versorgt werden oder die Stadt wird dann schnell wieder wachsen. Soweit dazu. Dann der nächste Punkt, Defensivstrategie. Hier habe ich mir überlegt, dass wir Dornenwall zur Luftbaubasis machen, also Flugzeugbaubasis, weil hier ist eine gute Mineralienproduktion und ja, das ist der Hauptgrund. Und ansonsten alle anderen Städte haben wir, ja, haben wir hier schon teilweise spezialisiert, beziehungsweise keine gute Mineralienproduktion. Das ist ja schon unsere Hauptwerft, also wird es von Dornenwall aus geleistet werden. Dann haben wir das Schiff, das umrunden soll. Da werden wir natürlich dieses hier nehmen. Das wird auch das nochmal kurz checken. Allerdings ist es so, dass wir im Prinzip die Umrundung schon fast vollzogen haben, weil all das ist hier uns bekannt. Da brauchen wir einfach nur zurückschippern. Aus dem Grund werde ich so ein bisschen den Geist des Antrages aufnehmen. Es geht darum, ein bisschen was Neues hier zu erkunden und zu entdecken. Wir werden also gen Süden abbiegen, vielleicht hier diesen Küstenverlauf erkunden oder erstmal noch unseren Küstenverlauf erkunden und dann hier dieses unbekannte Meer im Süden erkunden. Das scheint mir dann interessanter zu sein, als jetzt rein formal schon bekannte Seewege abzuklappern, um so schnell wie möglich die Umrundung zu machen. Okay, also das ist das. Das werden wir uns aber noch angucken. So, dann das nächste ist, die Einheiten der das Gebiet der Universität erkunden. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob wir nicht, weil wir ein Bündnis sind, Zugang haben oder eigentlich alles Wichtige sehen. Gut, ich werde aber dem Beschluss folgen. Ich habe gesehen, in Seewacht haben wir hier ein Virus, den wir aktivieren können. Ist ein bisschen perfide, aber wir werden diese Erkundung mit einem befreundeten Virus machen. Runde beendet. Die Universitätsleute werden sich freuen. So, dann die Sensoren an der Grenze, da beginnen wir mit einem, ja hier, der bewegt sich dahin, müssen wir gucken, wo wir das bauen, beziehungsweise, na, vielleicht werden wir auch vorher anhalten, wir gucken, wir brauchen auch hier ein bisschen Schutz, das wirst du dann leisten in der nächsten Runde. Soweit dazu und dann die Forschungspriorität, die ich noch festlegen kann, aber ich glaube, die haben wir schon, forschen und bauen, genau. Okay. Und die Umbenennung habe ich getan, dann ist das erstmal alles erledigt. Dann würde ich sagen, beenden wir die Runde, gucken, was hier passiert. Beziehungsweise eine Sache ist noch ein bisschen heikel. Hier haben wir ein Virus, aber der ist noch relativ weit entfernt. Ich glaube, da werde ich die Einheit mal dorthin schicken. Wir gucken mal. Ja, er hat eine Koloniekapsel, wird schickt er durch unser Gebiet. So, wir haben hier Wald expandiert. Produktion abgeschlossen.
In Pappelgrund haben wir ein Biolabor. Das gucken wir uns mal an, was wir da weitermachen. Die ist ja so ein bisschen schwierig. Was wir hier, glaube ich, mal wieder brauchen, ist ein Former. Und ich würde auch gerne so ein Ding hier haben, was die Ressourcen von außerhalb holt. Das kann der hier sehr, sehr gut gebrauchen. Wir brauchen allerdings vor allem eigentlich Landwirtschaft. Aber ich denke, wir ändern das mal in Richtung Former. Wir nehmen aber den normalen Former, der reicht hier für diese Zwecke. So, hier haben wir eine Transportraupe, das ist gut. Wir gehen mal zur Basis, was wir hier weitermachen. Wachstum in 2 Runden. Wir sind auf 4. Wir können aber größer werden, das ist kein Problem. Gut, dann gucke ich mal, gibt es hier noch irgendwas sehr Sinnvolles? Ansonsten würde ich tatsächlich dazu tendieren, weiter auf Transportraupen zu setzen, weil die echt viel bringen können, gerade hier in der Gegend. Okay, machen wir das mal. Bauen wir da noch ein bisschen weiter mit. Die kosten halt nichts und jetzt haben wir zum Beispiel schon eine und werden die hier hinschicken und werden hier das transportieren. Genau 4 Mineralien hat Ehrenfeld einfach mal mehr. Damit hier 12 Mineralien, das ist echt heftig. Und das können wir hier noch weitertreiben, das Spielchen. So, hier sollte eine Straße, glaube ich, zum Küstenhain gebaut werden. Das heißt, erst einmal bitte den Fungus entfernen. Okay, hier haben wir ein Virus. Warte mal, der Virus ist da noch drin. Okay, das heißt, wir sind eigentlich hier beim Patrouillieren meines Erachtens. Ah, nee, der ist verletzt. Den müssen wir heilen. Mir hat jemand gesagt, dass mit L man heilen kann bis... Also... pausieren kann bis zur Heilung. Das ist ja sehr praktisch. Hier bleiben wir noch ein bisschen drin. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen Solarkollektor bauen wollten. Die sind dafür da, um zukünftig die Koloniekapseln hier runterzubringen, aber solange das noch nicht der Fall ist, werden wir einfach weiter durch den Fungus uns bewegen. Ebenso hier. Ja, ich glaube, die wollen ihr Koloniedings hier irgendwo platzieren. Könnte ich mir vorstellen. Das werden wir vermutlich auch nicht verhindern können. Okay, wir gehen zurück auf den Fungus. Terraforming abgeschlossen. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier Straßen bauen zum Tal der Winde und von dort weiter, damit wir hier schneller vorankommen zu unseren zukünftigen Kolonien. Deswegen werden wir das dort machen. Während ihr... Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ah ja, du bewegst dich dorthin. Und du hast dort die Straße nach Seewacht gebaut. Das war's. Richtig. Gut, in Seewacht. Jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir hier. Wir brauchen natürlich hier auch noch entsprechend unseres Beschlusses einen Sensor. Das können wir vielleicht von dort aus machen. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. So, die Insel der Tiefe. Kann das sein, dass die hier eine Polizei hingebracht haben? Ich glaube, es ist so. Dann schicke ich sie zurück zum Patrouillieren. Ich muss mal hier noch mal eine Sache gucken. Das ist Seefungus, genau. Also eigentlich wäre das hier ein super Patrouillenfeld. Hier auf dem Fungus. Ja. Ich glaube, das machen wir. Also beweg dich dann erstmal dorthin. So, du bleibst dort und mit dir will ich vielleicht dort kämpfen. Wir bewegen ihn mal erstmal dorthin. Einheimische Lebensform. Ja, da haben wir natürlich eine Insel der Tiefe jetzt getroffen. Ich glaube, wir sind nicht... Ei! Wir haben... das ist natürlich super. Ernsthaft? Das sind 3... Ah, das ist eine Insel der Tiefe mit 2 Psychoviren drin. Ja, das ist ja fantastisch. Okay, das ist natürlich krass. Das ist ja super stark. Was machen wir mit denen? Ich würde sagen, das sind alles so eine Art Grenzschutzeinheiten. Auf jeden Fall werden wir die Insel der Tiefe dann, die kann sich jetzt nicht bewegen, aber die werden wir, ich denke, dass ich sie nicht dort rauslassen werde, sondern da haben wir eine. Wo sind wir am gefährdetsten? Wir können die auch erstmal für die Polizeieinheit nutzen. Hier haben wir schon 2, die patrouillieren. Wisst ihr was? Einfach um eine kleine Sicherheit gegen die Universität zu haben, falls es da doch zu einer Eskalation kommt, würde ich die tatsächlich in diesen Bereich hier bringen.
Da können sie sich dann hin und her bewegen. Scheint mir das Sinnvollste zu sein. Okay. Gut, das heißt, wir können hier erstmal die Erkundung fortsetzen und uns dorthin bewegen. Hier haben wir... Ja, hier haben wir ja nichts weiter gefunden. Ich werde hier noch einmal abfahren, aber da sehen wir nichts Spannendes. Insofern bewege ich mich mal zurück. Runde beendet. Gut, das wäre das gewesen, diese Runde. Okay. Hier ist nur der Virus spannend, wo der sich hinbewegt. Schauen wir mal. Alles andere ist soweit in Arbeit und wir können diese Runde dann auch beenden. Oh, Dekan Sakharov beruft das Planetenkonzil ein. Tagesordnung Fusionskern der Unity retten. Aha. 500 Energieeinheiten pro Gruppierung. Das ist ja spannend. Alle haben ja gesagt. Ich bin mir gar nicht so sicher, was da jetzt dahinter steckt. Ich könnte mir vorstellen, dass er den auf der Karte gefunden hat. Und man dadurch diese Planetenentscheidung auslösen kann, die einfach allen hilft. Und man kann halt es auch verhindern, indem man das nicht tut. Ja, er ist unser Verbündeter, das ist eine nette Sache. Wir nehmen die 500 sehr gerne. Sagen wir mal ja, ne? Antrag wurde damit angenommen. Kann das sein? Oh, er hat ein Virus getroffen. Haha! Oh nein! Oh, eigentlich ist er ja unser Verbündeter und wir müssen uns für ihn freuen. Aber ich hatte ein bisschen gehofft, dass er dort in Dutt geht. Aber nein, er hat den Virus besiegt. So, Wald expandiert. Seetank expandiert, okay. Virus hat sich weiter bewegt. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Ich hoffe, diese Polizeieinheit, die wir jetzt mal aktivieren, ist in der Lage... Ei, wir haben ihn sogar eingefangen. Das ist hervorragend. Besser hätte es ja gar nicht laufen können. Sehr schön. Wieder zurückgehen und du gehst auch wieder zurück. Terraforming abgeschlossen. So, hier sind wir so ein bisschen der Schutz. Wir können hier aber nochmal die Sache abchecken. Und hier war der Plan, dass wir ein Sensorenfeld bauen. Gut. So, jetzt geht es um die Erkundung des Universitätsgebietes. Hier bauen wir noch eine Straße. Hier bauen wir auch eine Straße. Hier sind wir weiter am Erkunden. Okay, unser Schiff bewegt sich hier. Das ist doch neu, ne? Neu Arsamas. Wir bewegen uns mal hier entlang. Okay, sehen wir da irgendwas Interessantes? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. War das schon bebaut gewesen? Hatten wir das eben gesehen oder haben wir das aufgedeckt? Es kann schon sein, dass diese gesamten Bebauung, aber hier sehen wir auch Bebauung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist mit der Karte. Okay. So, hier wollten wir mit Sicherheit die Mineralien uns hier abzwacken. Befehl das kann nicht ausgeführt werden. Warte mal, Aktionen hier. Ah, null. Befehl kann nicht ausgeführt werden. Ach so, weil wir da schon draufstehen. Passt auf, das nehmen wir runter. Hier wird irgendwo eine Farm gebaut. Ich hätte es eigentlich da bauen sollen, aber egal. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, genau. 5 Mineralien nach Klippental vor. So. Da haben wir jetzt die Polizei drin. Das ist gut. Dann kannst du hier weiter patrouillieren gehen. Ja. Und hier sind wir jetzt am Erkunden. Okay, da ist noch ein kleines Inselchen mit ein bisschen Energie. Und hier war der Plan, dass wir eigentlich hier mit denen hinziehen. Kann er das, wenn ich das so mache? Wir gucken mal, wo er sich jetzt hinbewegt. Ja, er versucht es zumindest. Okay, hier haben wir für Atlantis da schon mal was gebaut. Sehr gut. Können wir jetzt gleichzeitig noch das Gezeitenkraftwerk? Müsste, glaube ich, gehen. Du bist am Zielort. Dann versuche ich mal jetzt die Patrouillierung zu starten. Nee, das war's nicht. Oder? Eigentlich, vielleicht weil wir keine Befehle mehr haben. Ich pausiere. Okay, das ist natürlich jetzt richtig doof. 2 Züge haben wir noch. Eine Insel der Tiefe sollten wir nicht mit unserem super teuren Schiff angreifen. Dann sollten wir unbedingt diese Einheit
in die Richtung schicken und hier eher mal abhauen. Ja, wir haben da irgendwas patrouillieren gehabt. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Wo waren das, was hier gerade, was ich gerade... Ach, hier. Fracht 055. Nee, ist aber gut dabei. Okay, hier hätte ich die Patrouille nicht abbrechen sollen. Gut, müssen wir mal gucken. Hier würde ich sagen, ist das ein perfekter Standort. Ich könnte mir sogar so vorstellen, obwohl es ist in seinem Sensorbereich, aber das... Ich denke, es ist trotzdem das Klügste zu sagen, wir bleiben hier einfach stehen. Dann können wir verhindern, dass er hier rausfährt. Wobei er natürlich hier auch schon was hat. Runde beendet. Ich bleib mal so stehen, würde ich sagen. Und sichern wir diese Einfahrt dort. So, ich hoffe mal, die kommen uns hier nicht hinterher. Könnte sein, dass sie anlanden. Dann sind wir einigermaßen bereit. Und mit der Patrouille, das muss ich mir dann nochmal anschauen. Gut, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Energie bekommen. Ich habe jetzt eine Sache vor. Wir werden jetzt mal unsere zwei Einheiten aufrüsten. Und zwar einmal die 121er Polizei. Das sind ja nicht nur Polizeieinheiten, die für Ruhe sorgen, sondern sie sind ja auch so eine Art Basisverteidigung in unseren Basen. Und deswegen werde ich sie mit Plasmastahl ausrüsten, 131. Wir haben ja auch in den Basen diese Abwehrzone und sowas alles. Insofern ist das schon eine ganz gute Verteidigung. So, das werden wir anwenden. Und das ist jetzt unsere Standardpolizei. Und zum Zweiten werde ich, glaube ich, einfach unseren Standard Rover auch einfach mal zur besten möglichen Ausrüstung bringen. Und zwar Raketenwerfer und Panzerung 3 und Spezialfähigkeit. Ja, ich denke, einfach erhöhte Gruppenmoral. 632. Fertig. Und jetzt können wir mit unserem Geld eigentlich alle vorhandenen Einheiten einmal upgraden. Das ist aber eine ziemlich nervige Angelegenheit. Ich fange mal hier in Gaia an. Da haben wir sogar noch eine Polizei 111. So, und die können wir nämlich jetzt modernisieren. Jetzt muss ich mal gucken. Also Aktionen. Aufrüsten. Steuerung U. Kostet uns 50 auf 131 aufzurüsten. Okay. Runde beendet. So, und das ist jetzt eine ziemlich langwierige Sache. Das will ich jetzt hier zum Beispiel auch machen. Aber der hat sich schon bewegt, ne? Nein, den kann ich jetzt nicht aufrüsten. Mache ich in der nächsten Runde. Aber alle, die sich noch nicht bewegt haben, die werde ich aufrüsten. Und dafür mache ich einen kleinen Schnitt. Das dauert bestimmt so 3 Minuten. Das ist nicht so interessant zum Zuschauen. Aber halt, wartet mal. Stopp. Eine Sache ist aber wichtig. Nämlich, dass wir hier noch einen Angriff machen, ne? Runde beendet. Ach Quatsch, Leute. Oh, wir haben die ja schon gefangen gehabt. Ich tepp. Ja. Ich habe ein Virus gesehen, aber habe nicht gesehen, dass er grün war und nicht rot. Naja, lieber auf Nummer sicher gehen. So, jetzt mache ich aber den Schnitt und mache die Upgrades. Bis gleich. So, ich bin einmal durchgegangen. Wir haben immer noch 406 Energie, was in Ordnung ist. Aber eine Sache ist mir dabei aufgefallen, und zwar hier. Ha, Küstenhain wird mir angezeigt, hat überhaupt keine Mineralien mehr. Und das Schlechte ist, dass ja diese Insel der Tiefe mit diesen zwei Psychoviren, dass wir die leider vom Unterhalt her bezahlen müssen. Und das ist wirklich doof. Und das will ich auch nicht. Das sind zwei Mineralien, die einfach zu viel sind. Ich denke, die Insel der Tiefe als Seeeinheit, als Transporteinheit ist wertvoll. Die werden wir behalten, aber ich denke, die Viren werden wir nicht behalten. Insofern werde ich hier auch den Kurs nochmal ändern und hier die Viren an Land schicken. Runde beendet. Und die dann auflösen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie auflösen kann, während sie dort auf der Insel der Tiefe sind. Das wird sich zeigen. Außerdem ist mir noch ein Fehler unterlaufen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ja, schauen wir erstmal das Rundenende an, ob irgendwas Besonderes passiert. Ah, schaut mal, die Koloniekapsel bewegt sich zurück. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Das letzte Mal sehr schön. Wald expandiert. Seetank expandiert. Hier haben wir unsere Transportraupe. Hier ist wichtig, dass wir jetzt umstellen. Wir haben 7 Reihen. Das ist gut. Wir stellen um auf Koloniekapseln. Genau, 5 Runden ist ja wunderbar. Das wird jetzt gebaut und dann geht die Kolonisierung weiter. So, hier haben wir die Recycling-Tanks. Sehr schön. Abwehrzone Schiffswerf. Das Wachstum ist okay. Das heißt, wir müssen
in der Richtung jetzt was machen. Insofern muss jetzt als nächstes das Erholungsgebiet kommen. Würde ich sagen. Ja. Ganz klar. Aufstände. Was habe ich denn hier nicht beachtet? Das müssen wir uns angucken. Hier sind wir zu schnell gewachsen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Was ist das Problem? An sich eine schöne Sache, aber wir haben natürlich zu wenig Produktion. Da müssen wir da hinten mal was tun. Ach so, weil da Funkus ist, können wir das noch nicht nutzen. Verstehe. Ja, dann müssen wir einen hier erstmal wegnehmen. Wachstum in einer Grunde. Erholungsgebiet könnten wir theoretisch beschleunigen. Bitte bestätigen. Ja, kommt, das werden wir mal schnell beschleunigen. Und dann dürfte das in der nächsten Runde auch schon wieder so okay sein. Produktion. Brauchen wir gar nichts machen. So, Tal der Winde hat auch Recycling Tank und ist auch schon bei 2. Da würde ich dann sagen, kommt als nächstes hier ebenfalls das Erholungsgebiet. Terraforming abgeschlossen. Okay, und das ist der Polizist, der zum Tal der Winde muss. So, hier würde ich jetzt gerne nämlich auch verbessern. Steuerung U habe ich gelernt. Ja, kostet uns 190, um da so einen richtig guten Panzer draus zu machen. So würde ich es fast nennen. Aber, weil das jetzt so eine wertvolle Einheit ist... Oh, verdammt, ich sehe gerade... Was ist denn mit dem los? Habe ich da noch einen Fehler gemacht? Ja, das Problem ist... Ich habe leider einmal oder vielleicht auch zweimal hier was Falsches aufgerüstet. Warum? Wo kommt denn jetzt diese disziplinierte, ausgebildete Partikeltruppe her? War das eine Polizeieinheit? Nein! Nee. Die habe ich da hingeschickt, weil sie zum Monument sollte. Kann das sein? Ich glaube ja. Genau. Um sie einfach besser zu machen. Das war eine Polizeieinheit, die da eigentlich wieder zurück muss. Das ist kein Problem. Ja, was ich falsch gemacht habe, ist hier. Da habe ich nämlich tatsächlich hier nicht. Aber da hinten habe ich irgendwo aus Versehen was zu einer Partikeltruppe gemacht. Was doof ist, weil es ja eine Polizeieinheit Funktion haben soll. Deswegen werde ich das nochmal ändern. Befehl kann nicht ausgeführt werden. Kann ich nicht ändern. Na gut, dann ist hier eben mal eine Ausnahmesituation, was die Polizei betrifft. Oder wir schicken die Einheit tendenziell woanders hin und... Nee. Ja gut, man könnte sie auch eher so in einen kritischen Bereich schicken. Machen wir das mal. Wir nehmen dann hier einen der vielen... Aber ein Virus als Polizist wollen wir auch nicht so gerne haben, ne? Das ist auch so eine Sache. Hier ist noch die Baumform in Produktion. Das dauert noch. Nee, der muss jetzt einfach mal die Polizeifunktion hier innehaben. Ist so, wie es ist. Eigentlich war ich dabei, hier mit denen da unten was zu machen. Ah nee, die haben ja Upgrade bekommen. Kann ich jetzt nichts machen. Weil die sind mir zu wertvoll, um auf Virusjagd zu gehen. Oder was heißt auf Virusjagd? Auf Viruskontakt zu gehen. Da kann ja schon mal was schief gehen. Die bringen wir jetzt eher an so kritische Punkte, wo wir gegebenenfalls verteidigen müssen. Okay, wir waren jetzt, glaube ich, hier stehen geblieben. Das ist etwas für Küstenhain gewesen. 211, okay. Das Problem von Küstenhain ist, sind jetzt diese Dinge immer noch. Hier werden wir mal Viren in Freiheit lassen. Genau, da kann ich sie auch losschicken. Während wir... Pass auf, wir werden dann eine Erkundung machen mit denen südwärts. Hier die Küste entlang. Ja, interessant, was wir da noch sehen. Und du musst sowieso noch verbessert werden, sehe ich gerade. So. Ja, und hier sind wir dann wieder am Kontaktieren. Und hier war die Frage, was machen wir hier weiter? Genau, da bin ich erstmal zu ihm gegangen. Er ist immer noch beschädigt. Insofern werde ich mit ihm nichts mehr öffnen oder checken, sondern jetzt einfach diese Küstenlinie überprüfen. So, können wir für Küstenhain irgendwas machen? Ja, wir können Wald. Wir könnten Wald irgendwo pflanzen. Das würde dann ein bisschen was bringen an Produktion. Ich würde sagen, das machen wir dort. So, die ganzen Upgrades, die muss ich erst wieder befestigen. Hier würde ich dann tatsächlich auch mal ein Upgrade machen.
nicht genug Energie. Oh, okay. So viel kostet das jetzt. 200. Na, dann können wir das erst in der nächsten Runde machen. Aber weil die so wertvoll ist, werde ich sie schon mal in Richtung dieses... Ach nee, hier haben wir kein Monument mehr. Die alten Zeiten sind vorbei. Na gut, bewegen wir sie erstmal ein bisschen weiter. Soweit es geht jetzt diese Runde. Und dann mache ich das Upgrade in der nächsten Runde. So, halten. Hier haben wir auch noch kein Upgrade. Das können wir auch nochmal machen. Ach, deswegen ist ja auch hier die Unruhen gekommen, weil ich die Polizei rausgezogen habe. Natürlich. Kein Wunder. Okay. So, mit dem Virus machen wir hier Kontakt. Du bleibst auf Defensive, Defensive. So, was haben wir hier gebaut? Hier haben wir das volle Programm jetzt gebaut, ne? 3-3. Tja, ist 3-1-1. Das ist halt die Frage, ne? Produktionstechnisch. Aber da haben wir eine Mine. Das heißt, mit der Raupe, die wir eigentlich hier gebaut haben, hatten wir nicht eine Raupe gebaut? Ist sie noch da? Ja, da war der Plan. Oh, das ist sehr gut, dass wir dort hingehen und hier 3 Mineralien nach Seeblick schicken. Wunderbar. So, und jetzt wird es mal wieder Zeit, dass... Warte mal, Tal der Winde könnte hier auch noch was abbekommen. Wobei Tal der Winde steht sowieso ganz gut da. Okay, wir können damit gar nicht mehr so viel anfangen. Das ist außerhalb von den Basen, da brauchen wir nichts machen. Dann würde ich sagen, ja, dann bewegen wir uns eben hier hin, dann kann er dort noch was machen. Okay, wir kontaktieren weiter, ebenso hier. Fahren hier durch. Sind jetzt in neutralem Gewässer, sehr schön. Und hier checken wir mal weiter, was so los ist. Verteidigung. Was haben wir hier gebaut? Ah ja, gut, dann werden wir das erweitern um einen Solarkollektor. Verteidigung. Da stehen wir. Ach so, wir sind ja hier geflohen. Ja. Die Frage ist, wer da sich hinbewegt. Machen wir das mal. Tja. Ich habe den Eindruck, dass er jetzt hier nichts mehr losschickt. Das Schiff, würde ich sagen, wird hier im Süden patrouillieren. Hier so, in dem Bereich. Wir könnten im Prinzip ein Schiff hier gebrauchen, ne? Dann bringen wir es mal in diese Position. Und wenn wir uns... Aha! Aha! Na, da hatte ich doch den richtigen Riecher. Okay, auf den Hauptbeschirm. Was will er denn von uns? Ein freudiges Wiedersehen. Ihre umweltverrückten Anhänger bleiben eine Macht. Er lässt uns Grüße bestellen. Er hat lange nicht mehr mit uns geredet. Lady Deirdre, Ihr Kreuzzug für die Demokratie stellt eine direkte Bedrohung meiner Position als Anführer des Kollektivs dar. Ich habe Sie gewarnt. Ja, okay. Er hat uns schon den Krieg erklärt. Das ist einfach nur eine zusätzliche Drohung. Aber es ist ein bisschen schwierig, eine Drohung auszusprechen, wenn man neben einem Kampfschiff liegt, dessen Chancen 108-7 stehen. Okay. Ich würde sagen, dann bleiben wir jetzt hier stehen. Hier ist, denke ich, nach wie vor die Patrouille richtig. Das war ein Fehler, die aufzulösen. Wir gehen aber erstmal nochmal dahin. Und jetzt versuche ich das nochmal. Ging das nicht über P? Ja, genau. So war's. Runde beendet. Perfekt. P für Patrouille und P für perfekt. In diesem Sinne beende ich nicht nur diese, oder beenden wir noch nicht die Runde, sondern ich beende erst einmal diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.